Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem Hype-Pferdekauf-Video. Heute ist es gekommen, das große Isländer-Remake in Star Stable Online. Der alte Isländer, der steht immer noch in New Hillcrest und zwar direkt in der Stadt, in den alten Boxen, wo er früher auch schon stand und ist jetzt auf 490 Starcoins reduziert. Und die neuen, die stehen auch in New Hillcrest, aber ein bisschen außerhalb. Ihr seht es hier schon vorm Chumpy-Platz. So, 6 Farben sind gekommen. Ein windfarbener, ein W21, ein Dunkelfuchs. Dann haben wir hier hinten noch einen schwarz-weißen Tobiano, einen Golo und in Vorpinter steht noch ein Flachsen. So. Und wir machen mal den Anfang. Machen wir mal hier bei dem W21. Da lese ich jetzt mal die Rassebeschreibung vor. Denn das ist ja auch wirklich so eine ganz, ganz, ganz besondere Farbe. So, das Islandpferd ist ab Level 15 kaufbar, ist auf Ausnahme von dem in Vorpinter, das ist dort für 4 Wochen ab Level 1 kaufbar und es kostet 950 Starcoins, damit ist es, lasst mich nicht lügen, ich glaube 19 Starcoins günstiger als der alte Isländer, als er damals reingekommen ist. Ich glaube, der hat 969 gekostet, der hatte auf jeden Fall so eine ganz, ja, äppsche, krumme Starcoins-Zahl. Der Isländer hat 4 Stärke, 2 Disziplinen, 0 Geschwindigkeit, 0 Ausdauer und 1 Punkt auf Agilität. Island ist ein Ort von zeitloser Schönheit und unerbittlichem Klima und die Heimat einer der widerstandsfähigsten Pferderassen der Welt. Die Entdecker der Pferderassen, die Entdecker der Wikinger brachten Pferde mit nach Island, die überlebenswichtig waren, was ihnen in der isländischen Kultur eine bleibende Wertschätzung verschaffte. Das unbarmherzige Klima sorgte dafür, dass nur die Stärksten überlebten. 982 wurde ein Gesetz erlassen, das die Einfuhr von Pferden verbot und jedes Pferd, das das Land verließ, durfte nicht mehr zurückkehren. Das Ergebnis ist eine Reinzucht, die seit über 1000 Jahren ohne äußere Einflüsse besteht. Ein Jahrtausend der Isolation, der Naturgewalten und der Zucht hat das Islandpferd zu einer bemerkenswert gesunden Rasse gemacht, die stark und klug ist und eine Ruhe ausstrahlt, die sie den Jahrhunderten ohne Raubtiere verdankt. Obwohl Islandpferde nur Ponygröße haben, gelten sie als Pferde. Sie tragen Erwachsene und ziehen schwere Lasten mit Leichtigkeit. In der isländischen Sprache gibt es nicht einmal ein Wort für Pony. Islandpferde sind Gangpferde. Sie haben 2 natürlich ausgeprägte besondere Gangarten. Der Tölt ist gleichmäßig und leicht, ideal für lange Strecken, ohne Pferd und Reiter zu ermüden, während der Rennpass schnell, aber anstrengend ist und sich für kurze Rennen eignet. Übrigens kann nicht unbedingt jeder Isländer den Rennpass. Das nebenbei bemerkt. Das wusste ich auch eine Weile lang nicht. Und im Endeffekt trägt jedes Pferd auch so ein bisschen den Tölt in sich, weil früher die Pferde generell tölten konnten, aber bei den meisten Rassen ist es mittlerweile mehr oder weniger rausgezüchtet, habe ich mal gelesen. Dies ist eine außergewöhnlich farbenreiche Rasse mit fast allen Farben und Abzeichen einschließlich einer Farbe, die es nur in einer einzigen Pferdefamilie gibt. Allied for Baldur Shagar. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie man es Baldur, okay, aber wie man das restliche ausspricht, weiß ich nicht. War das erste Pferd überhaupt mit dem dominanten weißen Gen W21, das Hrísskötur. Oh Gott, nein. Hrísskötlur, also Sprenkel, hervorbringt. Glücklicherweise ist es gelungen, das seltene Pferd, Fell des Islandpferd, den Islandpferden von Jorvik zu verleihen. Oh Gott, Entschuldigung. Bin ein bisschen aufgeregt. Islandpferde passen sich ihren Besitzern an. Sie eignen sich für die Arbeit, das Vergnügen oder den Wettkampf und machen sowohl Anfängern als auch den erfahrensten Reitern Freude. Zuchtverbände auf der ganzen Welt geben jedem die Chance, ein Islandpferd zu reiten und das Zuchtprogramm von Jorvik hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt. Wenn du ein Islandpferd dein eigen nennst, hast du einen treuen und aufrichtigen Freund fürs Leben gefunden, der selbst Schneestürmen trotzt, um dich warm zu halten und dich nach Hause trägt, wenn du dich hoffnungslos verirrt hast. Das ist ja wohl mal eine mega knuffige Rassebeschreibung. Und ja, ich bin ja tatsächlich, habe ich ja letztens schon mal erzählt, noch nie einen Isländer geritten, aber es ist, glaube ich, somit die, oder es ist die Rasse, die mich am meisten reizt. Und könnte ich mich für ein Pferd entscheiden, würde ich ein eigenes Pferd suchen,
dann würde ich entweder ein Pferd nehmen, im Endeffekt egal welcher Rasse, was eine gute Springveranlagung hat, oder aber ein Isländer. So, hier haben wir den W21. So sieht der aus. Bei dem wirkt der Kopf sehr, sehr lang. Ich glaube, das liegt daran, dass er so einen weißen Kopf hat. Was mir jetzt hier gerade schon mal auffällt, im Vergleich zu dem alten Isländer, da sehen wir gerade zwei im Hintergrund. Und was ich ein bisschen kritisieren möchte, ist, dass mir persönlich für den Isländer das Fell nicht flauschig genug ist. Ja, die Isländer, die man in Wettkämpfen sieht, die auch ein bisschen schicker noch aussehen, die sind meistens nicht so plüschig. Die Plüschigen sind, finde ich, immer eher niedlich. Also, ja, also ein bisschen plüschiger hätte ich sie mir hier, glaube ich, auf Jorvik gewünscht. Aber ansonsten sehr, sehr schön auch hier mit den einzelnen Strähnen in der Mähne. Hier haben wir einen windfarbenen mit leichten Dapples. Auch eine sehr süße Farbe. Dann haben wir hier hinten den Grullo mit dem Aalstrich. Hat auch so ganz, ganz, ganz leichte, ja, wie so Dapples an den Ganaschen. Sieht man hier oben so ein kleines bisschen. Dann haben wir hier den schwarz-weißen Tobiano mit der Blässe. Ein leichter Braunstich ist drin. Wir gucken einfach mal. Den hier gab es früher schon, den Schecken. Auch den Grullo gab es früher schon. Blaue Augen mit so einem leichten Braunstich drin hat der. Muss ich dran denken, mir die auch mal noch so anzuschauen. W21 gab es früher nicht. Den windfarbenen gab es früher auch. Der hatte aber strahlend blaue Augen. Und dann steht hier noch, auch ganz einsam und verlassen, der dunkelbraune. Mit diesen schönen hellbraunen Strähnchen in der Mähne. Erinnert mich persönlich an einen Shetland-Pony, was ich früher schon mal geritten bin. Der hieß Winnetou. So, und jetzt kommen wir noch zum letzten. In Fort Pinter steht jetzt hier noch der Flexen. Wie gesagt, der ist für die ersten 4 Wochen hier. Danach wird er auch nach New Hillcrest ziehen und sich dann neben dem Dunkelfuchs einreihen. Dann ist der auch nicht mehr ganz so alleine. Der hier wiegt so ein kleines bisschen flauschiger, aber auch nicht viel flauschiger. Und ihr habt es schon erraten, der soll jetzt bei mir einziehen. Wahrscheinlich habt ihr schon gewusst, da ich in New Hillcrest angefangen habe und nicht in Fort Pinter. Und man daher ja quasi schon die anderen aus New Hillcrest ausschließen konnte. Aber, ich sag's euch jetzt schon, es werden noch weitere einziehen. Einer wird auf Dina einziehen und hier auf Tiffany auf jeden Fall mindestens mal noch einer. Es kann aber auch sein, noch 3 oder 4. Und ich werde natürlich keinen ohne euch kaufen. So, braune Augen, diese schöne Schnurblässe. Also oben in so einen Keilstern auslaufend und hier unten noch eine Schnippe. Ich finde den wunderschön und vielleicht habt ihr es ja euch schon gedacht, wie dieser Isländer heißen wird. Und zwar, ich bin schon zu weit. Nacho. Nacho finde ich auch nach wie vor noch super. So, es wird Northwind. Damals auf Dina ist als allererstes der Flaxen eingezogen. Und die hat Northwind geheißen. Und das hier soll jetzt Northwind 2.0 sein. Ich habe mich entschieden, sie mir auf Tiffany zu holen und nicht auf Dina. Weil ich es nicht so gerne mag, auf einem Account wirklich ein und dasselbe Pferd zweimal zu haben. Habe ich bei Dina damals mit dem Tinker gemacht. Mit dem Isländer wollte ich es nicht machen, aber an Erinnerung an meine erste Northwind. Übrigens, das Pferd auf Dina, was nie ein einziges Mal auch nur den Stall verlassen hat, kommt jetzt hier auch bei Tiffany eine Northwind in den Stall. Hier steht sie jetzt, die kleine Northwind. Man kann sie gerade gar nicht sehen, weil sie sich am Bein gejuckt hat. Und ich freue mich. Ich freue mich und ich finde sie so unfassbar niedlich. Und ich finde auch bei der Farbe, ich liebe diesen Ton, ich liebe diesen Farbton, ich mag ja generell auch Füchse sehr, sehr gerne. Und ich finde das mit der Blässe sehr süß, die hat ja der alte Isländer dieser Farbe nicht gehabt. Ich finde aber, sie passt perfekt zu diesem Pferd. Also ich hätte es tatsächlich ohne Blässe ein bisschen weniger schön gefunden, immer noch sehr schön, aber ich finde einfach, die Blässe komplettiert das Pferd irgendwie so ein bisschen. So. Was wir hier beim Isländer auch haben, ist hier unten
ab der Hälfte vom Bein eben wirklich so ein bisschen mehr Behang. Das finde ich sehr schön, dass sie das haben. Und man sieht ja auch, dass das Fell über dem Kronrand, also dem direkten Wulst, sag ich mal, über dem Huf, dass da auch ein bisschen längeres Fell ist. Wie gesagt, ein ganz kleines bisschen plüschiger hätte ich mir das Fell gewünscht, aber ich finde es trotz allem grandios. So Leute, jetzt gucken wir uns mal die einzelnen Animationen an. Okay, wir scheinen den Isländer generell eher hinten zu putzen, an der Flanke. Ja, wir stehen beim Putzen hinten. Wäre ja auch mal interessant, wenn wir einfach mal die Hinterhufe auskratzen würden. So, Hufe auskratzen, fast perfekt. Also, da fehlt nicht viel dafür, dass es perfekt wäre. Tränken stehen wir ein bisschen zu weit vorne, aber ansonsten eigentlich ganz süß. Und heute gibt es eine Orange für dich. Ja, wie gesagt, ein bisschen zu weit vorne, aber niedlich. Und ich liebe dieses Viren. So, jetzt knuddeln wir die Isländer mal noch. Auch da könnten wir ein bisschen näher dran stehen, aber ansonsten eigentlich sehr, sehr schön. Mir fällt gerade auf, dass ich gerade gar kein Zaumzeug habe. Das macht aber nichts. Ich werde nämlich jetzt gleich mal eins kaufen. Habe gespart, wie ihr seht. Ich setze mich jetzt einmal kurz drauf, dass Northwind in der Auswahl ist, denn ich wollte euch sowieso noch was zeigen, denn es sind jede Menge neue Reithälfte ins Spiel gekommen. Sättel nicht, aber Reithalfter. Und zwar die hannoverschen Reithalfter, die bei Isländern tatsächlich sehr, sehr, sehr weit verbreitet sind. Und ich finde, die sehen auch total hübsch aus. Und jetzt gucken wir mal. Guckt mal, die sind alle nicht so richtig teuer. 5200... Mein Isländer ist weg. 5200 Schillinge in der Übersicht. Haben hier alle als Preis. Oder 86 Starcoins. Also die Schillinge, das ist absolut erschwinglich. Also da hatte ich mit Schlimmeren gerechnet. So, wir haben hier Schwarz mit Silber. Jetzt müssen wir natürlich auch gucken, ob die alle Chumpy-tauglich sind. Aber ich vermute es mal fast. Ich gucke hier einmal kurz durch. Ja, die sind alle Chumpy-tauglich. Und wir haben hier einmal Schwarz mit Silber. Wir haben so ein dunkleres Braun mit Silber. Wir haben Weiß mit Silber. Und wir haben ein etwas helleres Braun mit Silber. Und das gleiche haben wir auch alles nochmal mit Gold. Schwarz, dunkelbraun, weiß und hellbraun. Jetzt muss ich mich aber noch kurz dafür entscheiden, welche Farbe Northwind jetzt bekommen soll. Und die kaufe ich dann und dann seht ihr das führen. Ihr seht es, ich habe mich... Oh, ihr seht es noch nicht. Oh, lass schnacken. Komm mit, na komm, pass durch. Du bist nicht so breit. So, ihr seht es, ich habe mich für die etwas hellerbraune mit Gold entschlossen. Und guck mal, wie mega süß sieht das denn bitte von vorne aus mit dem Schopf im Schritt. Das ist ja wohl mal richtig süß. Also es gefällt mir jetzt schon sehr, sehr gut. Kann ich gar nicht anders sagen. Also das finde ich jetzt schon klasse hier, wie das aussieht beim Führen. Und ich bin jetzt umso gespannter, mir nochmal die Gangarten anzuschauen. Da habe ich ja jetzt im Trailer schon gesagt, da habe ich so ein bisschen Meckern auf hohem Niveau. Ich werde das auch heute nochmal kommentieren. Und da die Meinung sehr unterschiedlich weit auseinander ging, werde ich auch auf jeden Fall mal noch ein Video mit einer tiefergehenden Analyse zum Tölton zum Pass bringen, mit Vergleichen. Also da dürft ihr euch auf jeden Fall auch drauf freuen. Aber wie gesagt, jetzt suche ich erstmal ein Outfit aus. Das werdet ihr dann gleich sehen. Und dann gucken wir uns natürlich die Gangarten und die Mähnenstile an. So, hier seht ihr jetzt, welches Outfit ich mich bei Northwind entschieden habe. Sie hat momentan noch kein Accessoire. Ich werde ihr sehr wahrscheinlich den Mistelzweig verpassen. Das war mir jetzt aber vielleicht doch noch ein kleines bisschen früh. Ich denke, das werde ich dann so in der Woche machen, wenn es dann auch Richtung ersten Advent geht. Aber vielleicht erkennt ihr es schon so ein bisschen. Ich habe zumindest farblich ein Outfit zusammengebastelt, was auch hier an das Outfit erinnert, was ich damals auf Northwind drauf gehabt habe. Theoretisch wäre es mit den Schuhen hier noch mehr Northwind, aber ich habe mich dann doch für die Stiefel entschieden oder diese Wintergrüße Stiefel. Aber ich bin jetzt erstmal bei diesen hier geblieben oder nehmen wir doch schon die hier. Ach, es kann auch schon ein bisschen dicker werden von den Stiefeln her. Also, Kopfhörer sage ich schon. Ich habe jetzt die Wildrosenohrringe aus der Elisabeth-Quest für mich als Accessoire. Die graue Wollmütze aus dem Shopping Center.
den braunen City-Trenchcoat aus dem Shopping Center, die beige Winterhose vom Jorvik-Stall, die robusten Ranch-Handschuhe von der Starshine Ranch und die Wintergröße Stiefel vom letzten Winterset, Winterset 2020. Ja, und Northwind, die trägt das goldkastanienbraune hannoversche Zaumzeug, die hannoversche Trense. Dann trägt sie dazu den schokoladenbraunen Klassik-Springsattel. Ich würde mir jetzt dazu eigentlich auch mal noch ein paar richtige Gangpferdesättel wünschen, zumal die Dressursättel ja noch gar nicht überarbeitet wurden und ja, im Vergleich zu den neuen Zaumzeugen eine grafische Katastrophe sind. Wir haben schon neue Springsättel, wir haben neue Westernsättel, aber neue Dressursättel, die ja dann auch so ein bisschen an die Gangpferdesättel erinnern würden, die fehlen uns leider noch. Dann trägt sie die vierseitige Satteldecke. Die ist ein bisschen anders als damals. Da hatte ich eher so ein rotes Pad auf Northwind drauf. Außerdem die kuscheligen Wintergamaschen vom Winterdorf. Die Sierra Schneesatteltasche. Auch die ist von Weihnachten, aber schon von 2019. Und das Geburtstagshäschen als Haustier ist auch dabei. So. Das ist jetzt das Chumpy-taugliche Outfit. Ich habe aber noch zwei Outfits, also zwei Oberteile, die mir besser gefallen, die aber nicht Chumpy-tauglich sind. Ich werde mir für sie auch mal noch einen Pullover kaufen, den gibt es aber nur von Starcoins und die möchte ich mir jetzt gerade noch für den zweiten Isländer sparen, bis Doppel-Starcoins kommen. Und zwar finde ich auch perfekt hier zu diesem Outfit passend den gesteppten purpurroten Mantel. Auch der ist vom Weihnachtsevent 2019 oder auch von 2019, glaube ich, oder sogar noch älter, die Weihnachtsweste. Und ich glaube, bei der bleibe ich jetzt erstmal. Das mag ich total gerne. Das mag ich total gerne, auch wenn der Mantel farblich noch ein bisschen besser passt. Aber das hier finde ich persönlich zum Reiten einfach praktischer. So, so viel zum Outfit. Genug Palaver. Jetzt kommen wir zu den Animationen. Das Stehen haben wir schon jetzt eindrucksvoll gesehen. Das finde ich sehr schön. Nicht zu zappelig. Aber ich finde das mit dem am Beinjucken eigentlich ganz schön gemacht, dass man so ein bisschen den Kopf wirft und so ein bisschen mit dem Maul spielt und so ein bisschen durchschnauft. Aber wie gesagt, nicht zu zappelig. So. Rückwärts richten. Rückwärts richten gefällt mir gut. Mag die Haltung. Da habe ich schon mal keine Kritik dran. Das Steigen? Ach ja, kurz und knackig. Finde ich vollkommen ausreichend und ich finde, es sieht süß aus. Es passt zum Isländer. Ich mag es gerne, oder? Ich finde es gut. Ich finde es echt gut. So. Der Schritt gefällt mir auch gut. Ist schön eifrig. Fußt sehr gut ab. Ich mag das ja nicht, wenn Pferde so einen schlurfenden Gang haben. Das gefällt mir nicht wirklich. Finde ich sehr schön. Wie gesagt, auch hier den Schopf im Schritt. So wunderschön voll. Ich finde den klasse. Ich finde die Mähne super gut gelungen. Dann der Trab, der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut im Ablauf. Ich mag es, wie die Mähne mitwippt. Ich finde es sehr, sehr schön gelungen. Kommen wir jetzt in den Arbeitsgalopp. Da haben wir einen Linksgalopp. Auch hier finde ich die Mähne ganz toll. Ich finde die Haltung spitze. Richtig schön. Setzt sich sogar so ein bisschen. Also ganz, ganz große Klasse. Auch wie schön das aussieht mit dieser vollen Mähne, wie die mitweht. Der Schweif sieht so ein bisschen reingesetzt aus. Aber stört mich jetzt nicht so extrem. So, jetzt kommt der Pass. Und ich finde, sie setzen nicht hundertprozentig gleich auf. Hier ist jetzt zum Beispiel das linke Hinterbein setzt auf, das rechte noch nicht. Das müssen wir mal so ein bisschen... Wie gesagt, das ist das, was ich mal noch so ein bisschen in Zeitlupe mir angucken möchte. Weil hier würde ich jetzt sagen, ist es perfekt von der... Ja, jawohl, nee, es ist nicht perfekt. Guck mal hier, wie viel früher jetzt hier das hintere linke Bein aufsetzt im Vergleich zum vorderen linken Bein. Und Pass ist halt klarer Zweitakt. Das heißt, immer das... einseitig gleiche Beine, also immer beide linken Beine und beide rechten Beine sollen exakt im gleichen Moment auffußen, damit es ein guter Pass ist. Und das ist das,
was ich eben im Vorfeld kritisiert hatte, als ich mir den Trailer angeschaut habe. Viele gesagt haben, boah, der geht den perfekten Pass und Cuddy hat was zu meckern. Er geht in meinen Augen nicht den perfekten Pass. Er geht für mich in meinen Augen so ein bisschen einen unreinen Pass, so eine Art Schweinepass, den man eigentlich nicht so sehr sich wünscht. Aber nichtsdestotrotz gefällt es mir trotzdem gut. Versteht mich nicht falsch, aber ich finde, er ist nicht ganz taktrein. Weil das hintere Bein einfach aufsetzt, weit bevor das vordere Bein aufsetzt. Das vordere Bein müsste jetzt eigentlich genauso wie das hintere Bein aufsetzen, damit es ein klarer Zweitakt und somit ein Rennpass ist. Aber wie gesagt, ich finde es trotzdem gut, dass sie den überhaupt reingebracht haben, den Rennpass, hier als Ersatz für den schnellen Galopp. Ich finde es ganz toll, auch wie die Mähne mitweht, auch wie das von vorne aussieht. Und ich finde das cool gemacht. Also versteht mich nicht falsch. Aber es ist in meinen Augen kein klarer Pass. Ich sag's nochmal, wie auch schon im Trailer, weil das hintere Bein einfach minimal vorher aufsetzt. Jetzt zack, 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 zack. Das müsste zack, 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 zack gehen. Und hier ist es quasi zack, 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 zack. Also, es, ja, kann ich schlecht erklären, aber es ähnelt in meinen Augen ein bisschen mehr dem Tölt. So. Und wenn wir jetzt noch schneller werden, muss ich nochmal ausschalten, ich bin aus Versehen zu weit rausgeritten. Dann kommen wir in den Renngalopp. Das ist jetzt hier ein Rechtsgalopp. Jetzt reiten wir links rum im Rechtsgalopp, aber es macht nichts. Den finde ich auch wieder sehr schön gelungen. Ich finde das auch toll, wie die Mähne mitweht. Sehr, sehr schön. So, und das schnelle Anhalten. Finde ich gut, gefällt mir. Zack, haut er die Bremse rein und steht. Kein großes Brimborium, gefällt mir so, wie es ist. So, jetzt mache ich ganz kurz nochmal so. Also das finde ich auf jeden Fall schon mal schön. So, und um jetzt in den Tölt zu kommen, müssen wir Shift gedrückt halten und dann beschleunigen aus dem Stehen bzw. aus dem Schritt und dann kommen wir hier in den Tölt. Voilà. Muss nochmal neu anreiten hier. Und das ist, haben auch manche gesagt, das ist schon fast mehr Pass von der Beinfolge als der Pass selbst. Also es ist ein bisschen schwierig. Es ist ein bisschen schwierig. Also ich finde, der Tölt gleicht zu sehr dem Pass und der Pass gleicht zu sehr dem Tölt. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz sind dies trotzdem großartige Arbeit. Also das ist halt wirklich, das sind Kleinigkeiten. Das sind Kleinigkeiten. Und ich mag den Tölt sehr, sehr gerne. Und ich mag auch den Pass sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, ich finde es toll. Ich feiere das, dass sie überhaupt den Pass reingebracht haben. So, beim Tölten, den ich übrigens tatsächlich beim alten Isländer ein bisschen besser umgesetzt fand. Der Kopf wackelt nicht mehr so lustig mit, aber die Ansicht von vorne ist trotzdem ein absolutes Träumchen, finde ich. Jetzt gucken wir uns natürlich auch mal noch das Springen an. Ich würde sagen, dafür bauen wir mal noch schneller einen Parcours auf. So. Einmal Parcours C, damit wir auch ein paar Hindernisse hier haben. So, und jetzt gucken wir mal. Sind leider ziemlich hohe Hindernisse, aber ist okay. So, gucken wir uns das Ganze aus dem Arbeitsgalopp an. Finde ich eigentlich gut. Ist keine schlechte Sprunganimation. Finde auch den Reiter nicht schlecht. Das Bein geht ein bisschen nach hinten. Ja, aber da gibt es viel, viel Schlimmeres. Im echten Springsport finde ich gut. Ja, jetzt eine Sache, die natürlich unrealistisch ist. Der Isländer kann aus dem Pass springen. Liegt aber natürlich darin begründet, dass der Pass eigentlich ja ein Galopp wäre. Wenn wir das hier mal streng nehmen. Er setzt hier einen Galopp und deswegen kann der Isländer aus dem Pass springen. Im Normalfall glaube ich nicht, dass ein Isländer aus dem Pass springt. So, und jetzt das Ganze mal noch aus dem Renngalopp. Ich mag die Animation gerne, kann ich gar nicht anders sagen. Und ich glaube, jetzt werden demnächst sehr, sehr viele Isländer-Videos kommen, weil ich selber darauf brenne, upsala, alles Mögliche mit diesem süßen kleinen Wuschelchen auszuprobieren. Ja, und Wuschel, da sind wir beim Thema, denn jetzt geht's zum Friseur. So, und da sind wir jetzt auch schon. Jetzt wird's nochmal spannend. Ich bin ein großer, großer, großer Fan der normalen Standard-Isländer-Mähne und des Standard-Isländer-Schweifs. Finde ich ganz phänomenal. Sehr, sehr schön umgesetzt.
toll fände ich es noch, wenn es auch noch eine Mähne gäbe, wo die Mähne auf beiden Seiten so buschig fällt wie hier auf der linken und nicht nur in einer Strähne. Das fände ich auch noch toll, die haben wir aber leider nicht. Was wir haben, sind Zöpfchen. Trotzdem noch mit dem vollen Schopf nach vorne. Das finde ich eine sehr coole Sache, weil ich fand die alten Zöpfchen beim Isländer jetzt irgendwie nicht so cool, weil ich finde, zum Isländer gehört einfach irgendwie dieser volle Schopf. Diese volle Mähne, finde ich, ist einfach so ein gewisses Markenzeichen vom Isländer. Und finde ich schön, dass wir hier so einen vollen Schopf und die Zöpfchen haben. Der Schweif ändert ein kleines bisschen die Farbe, sogar eine Farbe, die mir noch ein bisschen besser gefällt fast. Aber bleibt ansonsten gleich. Dann haben wir generell komplett Zöpfchen. Und ja, ich finde, das passt zu einem schicken Vollblüter oder Warmblüter, aber ich bin beim Isländer jetzt ehrlich gesagt nicht so der Fan davon. Sie sind gut gearbeitet und es ist Geschmackssache, aber ich finde, es harmoniert, finde ich, nicht so richtig mit dem Isländer. Schweif finde ich aber sehr schön gemacht an sich. Was wir dann noch haben, ist eine komplett abrasierte Mähne. Ich weiß es nicht, ist das ein Isländer, der sich dauernd juckt am Hals, weil er so Probleme mit dem Sommerekzem hat? Ich weiß nicht, warum der Isländer eine abrasierte Mähne bekommt. Kann ich mir eigentlich fast nur deswegen vorstellen. Ich weiß nicht, wieso, weshalb sonst eine abrasierte Mähne. Und ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, wir werden wahrscheinlich niemals einen Isländer mit dieser Mähnenvariation sehen. Süß, auch das Ohrenspiel konnte man gerade schön beobachten. Der Schweif ist aber gleich geblieben. Dann haben wir hier die Mähne, die auch die Fjordpferde haben. Mit dem schönen vollen Schopf und der Stehmähne. Finde ich auch ganz süß, ist jetzt aber nicht so meins am Isländer, aber gut umgesetzt auf jeden Fall. Dann haben wir diese ganz kurze, struppelige Mähne. Also da könnte man wirklich, hätte das Pferd jetzt als Spitznamen Struwwelpeter, dann würde das perfekt passen. Ist jetzt aber auch nicht so ganz meins, zumindest nicht bei der Farbe. Und dann haben wir als letztes noch diese kurze Mähne, die ich jetzt auch nicht so schön finde am Isländer. Auch an sich gut gemacht, also qualitativ kann man nichts dran aussetzen, aber die gefällt mir halt einfach nicht am Isländer. Oben ist auch noch so ein kleines bisschen, was nach rechts fällt. Aber ich sage ganz, ganz klar und definitiv, ich bleibe hier bei der Standardmähne, denn die gefällt mir hier am besten. Gut, ihr Lieben, das war es jetzt aber erstmal von diesem ersten Kaufvideo. Wie gesagt, es kommen noch weitere. Dennis hat auch noch wieder eins ausgesucht. Wie gesagt, bei Dina wird noch eins einziehen und auf Tiffany vielleicht auch noch ein, zwei weitere. Es wird, wie gesagt, noch ein Video kommen, wo ich wirklich mal nochmal so ein bisschen über den Tölt und den Pass sinniere. Es wird wahrscheinlich auch mal noch ein Chumpy-Test kommen auf Level 1, schon mal so ein bisschen zum Testen, weil ich da hier beim Isländer echt nochmal Bock drauf habe. Vielleicht kommen auch noch erste Eindrücke am Sonntag in einem Stallgeflüster. Ein Fazit wird natürlich auch noch kommen. Also ja, ich bin auf jeden Fall total begeistert vom Isländer. Ihr merkt es, deswegen werden auch noch einige Videos damit kommen. Und heute Abend wird das große Isländer-Leveln auf Server 6 stattfinden, wozu ich euch alle herzlich einladen möchte. Start wird um 19.30 Uhr sein und dann werden wir so ungefähr anderthalb Stunden reiten und das Ganze mit dem Championat um 21 Uhr beenden. Ihr könnt gerne auch mit anderen Rassen kommen. Wenn ihr weder einen alten noch einen neuen Isländer habt, ist das kein Problem. Ich schließe euch da natürlich nicht aus. Aber es wäre super cool, wenn möglichst viele mit dem neuen oder alten Isländer kommen würden. Würde mich auf jeden Fall mega freuen und für diejenigen, die nicht direkt mitreiten können oder wollen, wird das Ganze übertragen auf meinem Twitch-Kanal auf twitch.tv/kadigaming. Ja, und wenn ihr da auch nicht dabei sein könnt, dann seht ihr das Ganze auch nochmal in den nächsten Tagen, wenn ich den Kanal mal so ein bisschen fertig gemacht habe, als Uncut-Stream auf kadigaming Uncut. Mein neuer Kanal, wo Streams angecuttet hochgeladen werden. Dazu kommt auch mal noch ein extra Video. So, genug gelabert. Es ist jetzt einfach ein Video, was fast eine halbe Stunde geht. Okay, krass, aber ich finde, der Isländer, der brauchte auch wirklich ein bisschen Zeit für die Bewertung. Also, schreibt doch in die Kommentare, was sagt ihr zum Isländer, was sagt ihr zum Preis, den ich persönlich übrigens sehr gerechtfertigt finde. Welche Farben gefallen euch am besten, welche gefallen euch vielleicht gar nicht, welchen habt ihr euch geholt und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja schon. Haut fleißig in die Tasten und bis heute Abend. Tschüss!